gladiators take the stage. Rapid führt die Qualifikationsgruppe an, wird diese auch als erster beenden und dennoch war man zuletzt ein wenig enttäuscht. Klar, nach dieser Niederlage in Mattersburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Dein Verein SK Rapid, Ihr Experte meiner Seite, das ist Michi Konzel. Hallo. Hallo, servus. Jetzt hat man sich doch gefangen, hat sehr souverän gespielt die letzten Wochen. Dennoch ist man immer wieder für einen Umfaller gut. Warum war das auch in Mattersburg wieder mal so? Warum? Wieso? Man ist einmal fix oben, man ist, hat die Quali-Gruppe gewonnen und man kann sich schon langsam vorbereiten auf ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Jetzt ist es auch fix, dass man es gegen Mattersburg bestreiten wird, zu Hause. Und vielleicht hat so der letzte Nachdruck gefehlt. Es war so, dass man ja klar überlegen war, teilweise sogar Powerplay gespielt hat, aber im Abschluss war man nicht so konsequent, wie man sein sollte. Vielleicht hat es ein bisschen mitgespielt, dass man dass man eh schon in diesem Halbfinale steht und mit den Gedanken vielleicht schon bei dem ersten Spiel oder bei dem wichtigen Spiel in Hütteldorf gegen die Mattersburger. Ja, dann schauen wir gleich noch einmal auf die bewegten Bilder dieses Spiels. Gerfried Paul macht das für uns. Rapid wieder mit Richard Strebinger im Tor, aber die erste Bewährungsprobe in diesem Spiel gibt es für sein Gegenüber, für Markus Kuster. 40 Sekunden erst gespielt, die Flanke von Stefan Schwab und Kuster zeichnet sich bei diesem Volley von Christoph Knasmüllner aus. Die achte Minute, Kuhn setzt sich durch, sieht den freien Gruber und dessen Hereingabe verwertet Martin Pusic zum 1:0 für den SV Mattersburg, der die erste Chance gleich zu einem Tor ummünzt. Tolle Aktion der Burgenländer, der 9. Saisontreffer für Pusic. Rapid gefährlich bei dieser Standardsituation, abgeschlossen von Mario Sonnleitner. Der hat Pech, dass der Ball an die Latte geht. Freistoß von Murg, Schwab auf Sonnleitner und dann das Aluminium. Unmittelbar vor der Pause diese Szene. Alois Höller befreit und dann kommt zu einem Wortgefecht mit Baci. Der fährt dann den Arm aus und der Afrikaner hat Glück. Denn das Schiedsrichterteam übersieht diese Aktion, die wir hier im Hintergrund noch einmal sehen. Und deshalb darf Baci weiterspielen. Der übliche Sprint von Klaus Schmidt in die Pause. Aber nach der Pause sieht er dann, dass Rapid zwar überlegen ist, aber kaum Möglichkeiten erarbeitet. Die beste noch diese von Aliu Baci. Thorsten Mara wirft sich dazwischen. Mattersburg ist im Playoff. Ja, hätte man schon gewinnen können, schrägstrich müssen. Diese Partie war mir einfach ein bisschen zu umständlich im Abschluss. Ja, zumindest nicht verlieren. Also man hat wirklich gut gespielt, gut kombiniert, aber letztendlich haben die Mattersburger sehr leidenschaftlich verteidigt, gekämpft um den Sieg, haben eine einzige Chance gleich zum Tor ausgenutzt und Rapid hat es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Und man hätte sich natürlich gerne anders vorgestellt, also man hätte gern gewonnen und mit Selbstvertrauen dann letztendlich gegen Mattersburg in das Halbfinale zu gehen. Aber es ist nicht gelungen, aber es ist jetzt kein Malheur. Man weiß genau, was auf einen zukommt. Man weiß, wie wichtig das Spiel sein wird. Und deswegen Heimvorteil hat man noch dazu. Also die Chancen sind ganz gut. Ja, du sprichst jetzt dieses Halbfinale an. Das ist natürlich das große Thema im Moment in der Rapid-Community. Es geht genau darum. Mit welchen Gefühlen blickst du dem entgegen? Am 28. Mai wird es sein. Naja, es wird... Also eindeutig wird es nicht, weil die Mattersburger haben jetzt natürlich erstens einmal Selbstvertrauen getankt. Es ist eine Mannschaft, die sehr viel über die Leidenschaft kommt. Sie freuen sich auf dieses Spiel, ganz klar. Es wird ziemlich ausverkauft sein und das ist für jeden Fußball was Tolles, auch wenn die Fans jetzt gegen einen schreien und einen Wirbel machen. Aber es ist eine unerwartet tolle Aufgabe für Mattersburg. Sie haben nichts zu verlieren. Also für Rapid wird schon ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Aber sie haben Heimvorteil und in Wahrheit sind sie auch die bessere Mannschaft. Ja, und der Heimvorteil, der könnte entscheidend sein. Genau in diesem Duell hat es das in der Saison dieses Mal zweimal gegeben, diesen Heimvorteil im Allianzstadion. Und da hat Rapid zweimal gewinnen können. Dennoch, man ist gewarnt vor Mattersburg. Zwei der drei Bundesliga-Niederlagen in diesem Jahr, die hat es eben gegen Mattersburg gegeben, aber eben die Heimspiele, die hat man gewonnen. Ist das jetzt das, was die große Hoffnung macht?
Vielleicht auch, ja. Vielleicht spielt es auch mit, nur wird es ganz anderes Spiel sein. Es wird einfach, es geht um alles. Es geht für beide Mannschaften um sehr viel. Für Rapid sicherlich um mehr. Vielleicht ist da der Druck etwas größer. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil, ich habe es ja schon gesagt, für die Mattersburger, weil sie doch Außenseiter sind und eigentlich nur gewinnen können. Aber Rapid muss einfach diese Chance nutzen, um ja, international noch spielen zu können, zu dürfen. Und da müssen sie alles reinlegen. Ja, da müssen sie einfach von Beginn an es muss der Funke überspringen auch vom Publikum. Ja. Das gelingt relativ oft, weil die Rapid-Fans wollen ja das auch unbedingt. Und jeder weiß, wie kräftig die Unterstützung sein kann. Und das ist schon ein Plus natürlich für Rapid. Ja, vorige Woche hat sich was getan bei Rapid. Viele haben damit gerechnet. Zoran Barisic ist zurück, ist der neue Sportchef bei Rapid. Er ist präsentiert worden und diese Präsentation, wir hören Applaus. Die hat sich schon unterschieden von vielen anderen Präsentationen, wenn ein Sportdirektor, ein Sportchef vorgestellt wird. Es war viel Umarmung dabei, viel gute Laune. Es wurde geherzt und gescherzt. Ist er der richtige Mann zur richtigen Zeit jetzt? Kann man jetzt nie sagen, aber Zocki kennt natürlich den Verein in- und auswendig, ich habe sogar mit ihm zusammengespielt und mit dem Kübauer gemeinsam. Wie gesagt, er kennt den Verein in- und auswendig, er hat als Trainer viele Erfolge feiern dürfen und er dürfte sich durchgesetzt haben gegen die anderen Kandidaten. Ja, er hat viel in diesem Club schon gemacht, nur eines war er noch nicht, nämlich Schreibtischattentäter. Jetzt sagen viele, naja, wie kann das gehen? Ist es nicht vielleicht sogar ein Vorteil, wenn er genau weiß, was in einer Mannschaft passiert, was in der Trainerkammer passiert? Ja, genau für seine Arbeit. Also das ist sowieso ganz, ganz wichtig, auch für einen Sportdirektor, dass er von der Pike aus kommt, dass er von ganz unten kommt, dass er selber gespielt hat, dass er weiß, wie die Kabine funktioniert. Und das hat er auf jeden Fall den Vorteil. Wie Rapid funktioniert, das ist auch ganz wichtig. Da hat er seine Vorteile, ganz klar. Ob ihm alles andere so gelingt, wie als Trainer, das muss man einfach abwarten. Man muss ihm die Chance geben, sich zu beweisen. Und er hat sich das sicher gut überlegt, dass es kein leichter Job ist, gerade bei Rapid. Das weiß er ganz bestimmt. Er braucht natürlich auch viel Unterstützung, viel Glück und wahrscheinlich auch braucht man Geduld. Er startet in jedem Fall mit viel Feuer, mit viel Leidenschaft. Hören wir mal rein. Es freut mich, dass ich wieder zurück bin. Es freut mich, dass ich wieder bei Rapid sein darf, arbeiten darf. Als es damals vor 3 Jahren zu Ende gegangen ist, war es mein Ziel, irgendwann mal wieder mal zurückzukehren zu Rapid, zu meinem Herzensclub. Dass es allerdings so rasch und in dieser Funktion sein wird, daran habe ich damals noch nicht gedacht. Wie gesagt, ich freue mich auf meine neue Aufgabe, bin mit Rapid verwurzelt. Scheinbar ist es so, dass Rapid so etwas Ähnliches wie ein Organ von mir ist. Große Herausforderungen stehen an, die es zu bewältigen gibt. Und ich freue mich schon ungemein, wann es endlich losgeht. Ja, Rapid ist sowas wie ein Organ von ihm, von dir auch, Michi? Wenn ja, wo liegt's? Da. Okay. Also, das ist schon noch ganz tief verankert, auch bei mir, ganz klar. Aber es ist eine sehr schöne Aufgabe, wenn man das mit sehr viel Leidenschaft angeht. Kann man sehr viel bewegen, sehr viel erreichen. Ich wünsche ihm viel Glück dazu, das braucht er ganz bestimmt. Und es kann eigentlich fast nur mehr besser gehen, weil es ist wirklich in der Vergangenheit so viel passiert, so viel schlecht gelaufen. Man kann natürlich jetzt ein bisschen was noch retten, wenn man noch schafft in die Europa League Quali. Aber ansonsten glaube ich, ist viel Arbeit, um Rapid wieder dorthin zu führen, wo Rapid eigentlich hingehört. Ja, Arbeit, die auch wichtig ist, aus der Mannschaft heraus. Stefan Schwab, welche Rolle wird der haben? Welche Rolle nimmt der eigentlich die ganze Zeit schon ein? Ja, die Rolle des Kapitäns, gerade bei Rapid, ist enorm wichtig. Er hat leider auch eine schlechtere Phase durchlaufen. Aber die sind auch da, um zu lernen und letztendlich dann wieder aufzustehen. Und das musst du als Kapitän. Als Kapitän musst du vorausgehen, musst du einfach positiv in die Zukunft schauen. Und
Ja, man muss die Saison jetzt einmal ordentlich zu Ende spielen und dann gibt es die neuen Aufgaben und man muss schauen, dass man wieder sich ganz nach oben orientiert. Ja, ganz ähnlich hat er es auch formuliert. Er freut sich auf den Zocki, er freut sich auf die gemeinsame Zukunft mit Rapid, wo er in der Wir-Form spricht. Ja, natürlich. Wir sitzen da jetzt alle im Boot bei Rapid und müssen schauen, dass wir den Verein da wieder rausbringen, mit dem Trainer und mit dem Zocki gemeinsam. Alle Spieler, die Vertrag sind, da haben und im Sommer da bleiben, wenn alles dafür da, dass es besser wird. Und jetzt gilt es noch, die letzten 4 Spiele gut rüberzubringen, schauen, dass wir den Europacup-Platz holen. Und dann muss man mal in Urlaub gehen. Dann muss man mal die Saison sacken lassen und das einmal alles verarbeiten. Es ist viel passiert. Und dann wird jeder für sich persönlich mit dem Trainer und mit dem Zoran Barisic gemeinsam zusammensitzen und über die Zukunft reden. Aber es wäre jetzt zu früh, da irgendwelche Schlüsse zu ziehen, weil es bis jetzt auch überhaupt keine Gespräche gegeben hat, wie es weitergeht. Weil eben der Sportchef, was ich weiß, erst seit Montag anfängt. Was ist, wenn trotzdem in der Sommerpause irgendwer sagt aus dem Ausland, ich will den Schwab? Ja, im Fußball kann immer alles passieren, aber ich weiß, was ich an Rapid habe. Ich versuche mein Bestes für den Verein zu geben. Ich bin jetzt kein Typ, der da gehen will, wenn das Boot ganz unten ist. Aber es hängt natürlich auch ein bisschen vom Verein ab, was der Verein mit mir weiter plant. Das ist natürlich für mich entscheidend. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich schauen muss, was ist die Vertragslaufzeit, was plant der Verein. Von dem ist es schon eine Entscheidung vom Verein, wie es nach Sommer 20 mit wer weitergehen soll. Und dann kann ich mir eine Entscheidung treffen, was ich im Sommer oder darüber hinaus machen werde. Ja, die unmittelbare Zukunft, die heißt aber Alltag am Samstag. Jetzt ist das ein Spiel irgendwie teuflisch. Jeder redet schon über Mattersburg am Dienstag. Erst muss aber Alltag noch irgendwie gespielt werden. Wie wichtig ist diese Partie, dass man da noch einmal gut performt, auch im Blick Richtung Dienstag? Ja, in Wahrheit geht es um nichts mehr für beide Mannschaften. Aber es ist doch wichtig, dass man im Rhythmus bleibt, dass man Selbstvertrauen tankt. Aber man hat natürlich schon auch eine gute Situation vor Augen. Man muss jetzt nicht allzu viel riskieren, man kann einige Spieler vielleicht müssen noch den Akku aufladen und deswegen glaube ich, dass das eine ganz gute Situation ist für Rapid. Michi, vielen Dank für deine Expertisen. Gerne. Danke auch an Sie fürs Dabeisein. Bitte auch nächste Woche wieder, wenn es heißt Dein Verein SK Rapid.